Hallo aus Essen zu unserem WAZ-Talk rund um den Deadline Day. Ja, es hat sich einiges getan in den letzten Tagen. Sehr viel Arbeit auch für die Kollegen hier an meiner Seite, die ich euch kurz vorstellen darf. Rechts neben mir Christian Wob, unser BVB-Reporter. Hallo. Hallo Christian. Und ja, wer kennt ihn nicht? Andi Ernst, unser Schalke-Experte. Hi Andi. Moin. Mein Name ist Martin Herms, ebenfalls aus der Sportredaktion. Und ja, wir werden heute alles besprechen, was rund um das Ende des Transferfensters passiert ist. Ich sehe gerade noch, ihr habt eure Handys auf dem Tisch. Das hat sicherlich auch einen Grund, ne Andi? Ja, bei mir ist es heute eher so, weil es besser aussieht am Deadline-Day. Aber ich muss sagen, ich hatte schon sehr viel anstrengendere Deadline-Days als Schalke-Reporter. Nämlich gefühlt jeden einzelnen Deadline-Day der vergangenen 166 Jahre. Heute ist in der Tat nichts mehr passiert beim FC Schalke und wir zeichnen jetzt auf um 16.26 Uhr. Also heute wird auch nichts mehr passieren. Da kann man sich sicher sein und das ist für Schalker-Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Bei dir war gestern eine Menge los, Christian, die ganz große Bombe. Der BVB hat Niklas Füllkrug verpflichtet. Du hattest auch noch erwähnt, ein Transfer mit Wow-Effekt. Erzähl mal, wie war deine erste Reaktion? Immerhin der Neuner der deutschen Nationalmannschaft. Ja, also hätte man das so vor ein paar Jahren gedacht, boah, der BVB verpflichtet irgendwie den Stammstürmer von der DFB-Elf. Das ist schon ein Megatransfer, Mega-Nachricht. Das ist auch jetzt wieder der Fall, muss man sagen. Also Füllkrug ist ja schon irgendwie so der Hoffnungsträger auch für die EM im nächsten Jahr. Und die Dortmunder haben sich dabei auch was gedacht bei diesem Transfer. Allerdings hinterlässt er auch so die ein oder andere Frage, über die wir gleich sicherlich noch ausführlicher diskutieren werden. Auf jeden Fall. Ich meine, der Name Moukoko fiel da. Der Kollege Marian Laske hatte betont, dass es eine Ohrfeige ist für Moukoko, der wahrscheinlich jetzt noch weniger Spielzeit bekommt. Aber was bedeutet denn der Transfer für Sebastian Haller? Also Haller war in der Rückrunde gesetzt. Der hat auch in dieser Vorbereitung gesetzt. Also es gab halt keinen anderen Stürmer in diesem Kader, der in das Terzic-System passt. Also Haller war ganz wichtig, die Bälle abzuschieben, sie zu verteilen, in die Zweikämpfe mit diesen starken Innenverteidigern zu gehen. So einen hattest du halt nicht weiter im Kader. Also klar, Moukoko, aber da hast du dann auch relativ schnell gesehen, beim Profifußball mitzuhalten und da auch eine Rolle zu spielen für eine Mannschaft wie den BVB, das passt irgendwie noch nicht. Also es kann ja noch kommen, ist noch jung und so. Aber für Haller ist das natürlich jetzt so, der war bislang gesetzt, der hat jede Minute gespielt, die er spielen konnte. Ja, und jetzt kommt aber Füllkrug, Torschützenkönig der vergangenen Saison, Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft. Der setzt sich wahrscheinlich nicht freiwillig länger auf die Bank. Der wird sich nicht auf die Bank setzen, oder? Gerade mit Blick auf die EM im kommenden Jahr. Also so meine erste Reaktion ist halt, das hat einen offenen Konkurrenzkampf um eine Position im Sturm. Doppelspitze ist natürlich jetzt auch ein Thema, wenn du beide hast, aber die sind beide ähnliche Spielertypen, kann ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen. Zudem hat Dortmund das auch nicht irgendwie einstudiert mal in der Vergangenheit. Also du hast jetzt schon zwei Stürmer mit Stammplatzanspruch, die du im Kader hast, nur einer kann spielen. Wie das jetzt weitergeht, das wird sicherlich interessant zu beobachten sein. Ich glaube, so eine Doppelspitze, ich meine, so ein ähnliches Thema hatten wir mal auf Schalke, glaube ich, ne, mit Polter und Terodde, ähnliche Spielertypen, gab es mal in den 90ern, glaube ich, ne? Aber ja, ja. Das wirst du wahrscheinlich jetzt eher nicht so sehen. Zumal, also in Bremen war ja auch, gab es zwar die Doppelspitze mit Dux, der aber halt ein anderer Spielertyp ist, ne? Der um den einen Zentrumstürmer herumwuselt, sag ich mal. Das hast du ja jetzt so mit diesen beiden Typen nicht, ne? Und was aber auch vielleicht noch ein Aspekt ist, den wir noch diskutieren könnten, ist, dass du jetzt einen Spieler geholt hast, der 29 oder 30 ist, der kriegt einen Dreijahresvertrag. Dann hast du zwei Spieler davon schon, die 2026 einen auslaufenden Vertrag haben, kaum Wiederverkaufswert haben, die jetzt erstmal da den Dortmunder Sturm für ein paar Jahre besetzen werden. Ob das jetzt sich am Ende dann als richtig herausstellt, werden wir auch noch sehen. Jetzt hat Dortmund natürlich ein ordentliches Angebot in der Offensive. Den Wunschstürmer hat man bekommen, aber hinten hat man ja nichts gemacht. Amel Bella-Kotschap, der war lange im Gespräch, war dann nach unseren Infos doch zu teuer. Mhm. Ne? Also Stand 16.30 Uhr, passiert nichts mehr. Jetzt hat man Süle, Schlotterbeck, Hummels, drei sehr gute Leute, aber auch hin und wieder verletzungsanfällig. Reicht das, um auf drei Hochzeiten zu tanzen? Die einen sagen so, die anderen so. Also wenn du jetzt die BVB-Verantwortlichen fragst, die sagen dann ja, ne, schau dir letzte Saison an, da hatten sie auch drei Innenverteidiger plus John als Notnagel plus Koulibaly als Notnagel. Die haben nur ganz, ganz wenig gespielt auf der Position. Jetzt sage ich aber,
wenn du da auch da den nächsten Schritt gehen möchtest. Und du kannst nicht sagen, ob zum Beispiel Mats Hummels, der ist jetzt 34, ob der nochmal so eine Halbserie spielen kann, wie in der vergangenen Saison. Ob der verletzungsfrei bleibt. Schlotterbeck hatte immer wieder Probleme, auch Süle hatte immer wieder Probleme. Wenn du mich jetzt so persönlich nach meiner Einschätzung fragst, würde ich sagen, nein, reicht nicht. Und was ja bei Bela Kotschap auch so attraktiv gewesen wäre, den zu holen. Der ist 21, den hätten sie jetzt erst ein Jahr ausgeliehen, dann fest verpflichten können. Dann hättest du halt dann einen Innenverteidiger gehabt, der über Jahre hinweg eigentlich beim BVB spielen könnte, der noch jung ist, der auch einen gewissen Wiederverkaufswert hat. Hummels ist jetzt halt 34. Er geht ein Jahr Vertrag, Vertrag noch, geht zu 99,9% in letztes Vertragsjahr beim BVB. Und dann hast du ja spätestens nächstes Jahr diese Baustelle, ne? Dass du halt eine Innenverteidigerposition besetzen musst mit einem Spieler, der auch wieder auf dem Niveau sein muss, der dem BVB hilft, also Süle-Schotterbeck-Niveau. Den müssen sie erstmal auftreiben nächstes Jahr. Deswegen finde ich es, ja, was heißt schade, aber nicht ganz nachvollziehbar, dass man da eben nicht dann in der Innenverteidigung die Priorität hatte, obwohl Terzic halt unbedingt diesen zweiten Stürmer wollte. Ja, Moukoko, wie es da weitergeht, auch eine gute Frage. Also hast du erstmal drei Mittelstürmer, drei Innenverteidiger. Ich finde ehrlich gesagt, dass das nicht ganz die Waage hält. Warte mal, bleib auf jeden Fall spannend in Dortmund. Lass uns mal schauen, was sonst noch passiert ist. Ja, so kein Deadline-Day ohne eine besondere Geschichte. Die spannendste hatten wir heute ja gefühlt beim VfL Bochum, beziehungsweise bei seinen neuen Vereinen. Simon Zoller sollte eigentlich zu Fortuna Düsseldorf wechseln, ist dann beim FC St. Pauli gelandet. Am letzten Tag hat was nicht funktioniert, wurde das Veto vom Aufsichtsrat eingelegt. Nichtsdestotrotz, Simon Zoller ist ja schon ein Transfer, der die Fans bewegt. Andi, du kennst ja auch aus in Bochum. Simon Zoller ist jetzt nicht irgendein Spieler, der den Verein verlässt. Ja, definitiv. Also die Bochumer haben ihn auch mit sehr viel Applaus in den sozialen Medien verabschiedet. Und da gibt es, glaube ich, keinen Fan, der ihm nicht eine Träne hinterher weint. Also da hat Simon Zoller schon sehr viele Herzen gewonnen beim VfL. Nur in der ganzen Transfergeschichte ist natürlich Fortuna Düsseldorf jetzt richtig angeschmiert, ne? Also die haben sich wirklich, also echt tagelang, vielleicht sogar wochenlang auf diesen Transfer vorbereitet. Da war alles eingetütet. Fast sogar, es fehlte nur noch die letzte Unterschrift und eben die Zustimmung des Aufsichtsrats. Und die gab es im ersten Moment nicht. Die gab es zwar eine Weile später, so ein paar Stunden später, aber da hatte Simon Zoller mit seinem Berater schon gesagt, nee, wir fahren jetzt von Düsseldorf ab nach Hamburg und sind jetzt beim FC St. Pauli. Und für St. Pauli ist das, also für einen Zweitligisten, der anstrebt, in die Bundesliga aufzusteigen, der wirklich noch einen Stürmer gesucht hat, das war so. Für St. Pauli ist das natürlich ein super Deal, weil Simon Zoller ist natürlich auch für die Kabine ein sehr wichtiger Spieler. Macht es natürlich für Schalke jetzt auch noch schwerer, ne? Wenn wir auf die Liga schauen. Die Konkurrenz wird stärker. Ja, die Konkurrenz wird natürlich stärker, das ist völlig klar. Schalke selbst hat ja nichts getan, wie du gerade erwähnt hast, am Deadline-Day. Dafür hat man vor ein paar Tagen Derry John Murkin, Linksverteidiger von Fohlendamm, geholt. Tomasz Kalasz für die Innenverteidigung. Wie bewertest du diese Transfers? Sind das eher so Kaderauffüller oder sind das wirklich Leute, die Schalke weiterbringen können? Also ich glaube, dass Derry John Murkin kann Schalke wirklich sehr weiterhelfen. Das ist noch so eine vakante Position gewesen, die des zweiten linken Außenverteidigers. Ich gehe davon aus, dass Herr Thomas Ovejan auch relativ schnell einen sehr starken und heißen Konkurrenzkampf bieten wird, den er auch durchaus echt gewinnen kann. Kalasz ist dann doch eher eine Kaderergänzung erstmal, da Schalke auf der Innenverteidigerposition eigentlich zwei Platzhirsche hat mit Timo Baumgartl und Marcin Kaminski, die jetzt wirklich überzeugt haben, ne? Nicht so richtig überzeugen konnten, wie du richtig gesagt hast. Und dahinter hast du Cissé, von dem wir wissen, dass der in Hamburg am ersten Spieltag auch nicht überzeugt hat. Matriciani ist eher der Backup für die rechte Abwehrseite. Leo Greimel hat einen Kreuzbandriss und du brauchst halt Konkurrenzkampf auf der Position. Und das soll dieser, wie er sich selber nennt, Die-Hard-Defender leisten, ist allerdings noch nicht fit. Er war vereinslos und Thomas Reis sagt, in Wien auf keinen Fall. Er muss erst spielfit gemacht werden im Testspiel in Ulm. Das ist in einer Woche, am 8. September soll er dann für Schalke debütieren und dann wird man sehen, wie weit er wirklich ist, wie gut er wirklich ist. Also mir wurde gesagt, es ist jetzt keine kurzfristige Reaktion auf diesen missratenen Saisonstart.
Ich setze da mal ein Fragezeichen hinter, denn ein vereinsloser Spieler, der seit dem 1. Juli verfügbar gewesen wäre, wird nach einem missratenen Saisonstart für die Innenverteidigung verpflichtet. Also ich glaube, wenn Schalke mit 5 Pflichtspielsiegen gestartet wäre, dann wäre Herr Kalasch mit Sicherheit nicht nachträglich verpflichtet. Auch worden. Das hört man ja wirklich, egal bei welchem Verein man nachfragt, auf keinen Fall eine Panikreaktion. Ja, weil ja, das ist sagen, wirkt, wir waren genau, richtig kacke. Das wirkt so, als wenn 36 Profivereine sich darauf geeinigt hätten, dass kein Transfer jemals ist eine Panikreaktion oder eine Kurzschlussreaktion und alle sind immer Herr des Handelns. Absolut. Und alle Spieler waren auch immer umworben von ganz vielen anderen Vereinen. Und es hat noch nie jemand einen Fehler gemacht im Profifußball. Ja, ganz genau. Ja, lass uns doch mal über Schalke reden. Andi, warum haben die keinen mehr geholt? In der Offensive wurde ja immer wieder spekuliert, dass man vielleicht noch was für die Außen macht. Tim Skarke, der Name geistert ja immer wieder durch Gelsenkirchen, ist dann zu Darmstadt 98 gewechselt, war wahrscheinlich zu teuer. Konnte Schalke nicht oder... Also in allererster Linie hat es natürlich mit der Kohle zu tun, ist ja klar. Schalke hat jetzt nicht die Mittel, um jetzt nochmal richtig groß einzukaufen. Peter Knebel hat das hier bei uns im Fußball in Zeit Live Talk auch erklärt, dass die Kohle, die Schalke eingenommen hat, das war ja nicht wenig, dass die nicht direkt nur in dieser Transferperiode ausgegeben wird, sondern dass auch noch was für den Winter aufgespart wird und auch für den kommenden Sommer. Kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich kann das schon verstehen. Aber es war keine Kohle da erstens und zweitens sagen sie sich, sie haben alle Positionen durch die Verpflichtung von David John Merkin, haben sie alle Positionen doppelt besetzt im Kader, mindestens doppelt besetzt und sie halten den von André Hechemann zusammengestellten Kader in der Tat für gut genug, dass er um die Aufstiegsplätze nicht nur mitspielen kann, sondern dass er wirklich aufsteigen kann. Dieses Aufgebot wirklich gut genug ist, also guck dich mal bei Social Media um, in den Foren um, unterhalte dich mit allen Schalkern, wird aktuell unter den Fans wirklich sehr emotional diskutiert und eher in Frage gestellt, aber wir kennen Schalke gut genug, lass Schalke jetzt mal 3-0 in Wiesbaden gewinnen, dann 3-0 zu Hause gegen Magdeburg, dann ist es doch wieder der beste Kader aller Zeiten, gefühlt. Aber ich setze schon ein paar Fragezeichen dahinter. Also Schalke hat, finde ich, keinen richtigen Backup für die rechte Abwehrseite. Wenn Cedric Brunner sich verletzen sollte, schwerer, da muss Schalke schon ein paar Kreuze machen, weil jeder gegnerische Trainer dann weiß, auf der Position wird Schalke dann verwundbar sein. Da keinen geholt zu haben, weiß ich nicht. Für die offensiven Außen hätte Schalke auch noch was holen sollen, denke ich, denn für die rechte Rechtsaußenposition gibt es Lasme, der ist A verletzt, ist er halt sehr schnell und benötigt für sein Spiel sehr viel Tiefe. Die wirst du, wenn du Schalke 04 bist, halt nicht so richtig bekommen. Ist halt eher ein guter Joker. Dann hast du als Ersatz Kosuki. Kosuki findet gar nicht in die Saison. Ja, und dann wird es schon eng, sodass während der Saison bisher Drexler gespielt hat, dort auf der Position Seguin gespielt hat, deren Lieblingsposition das einfach nicht ist. Und da hätte Schalke auch nachlegen müssen eigentlich oder können. Und das zentrale Mittelfeld soll das Herzstück dieser Mannschaft sein. Und da hast du drei Zugänge, Schallenberg, Seguin und Tempelmann. Und also, sagen wir so, die müssen jetzt wirklich irgendwann zünden. Schalke ist von allen dreien sehr überzeugt und hat alle drei sehr angepriesen und macht es noch und sagt, wartet einfach ab, müssen uns erst einspielen und Seguin hat die Vorbereitung verpasst und so, die müssen, brauchen noch ein bisschen. Und damit das wirklich in Richtung Aufstiegsplätze geht, muss das auch funktionieren. Da müssen sie wirklich zeigen, dass sie wirklich welche sind. Trotzdem gab es heute noch eine Breaking News auf dem Transfermarkt. Ja. Auf dem Transfermarkt leider nicht, aber drumherum. Ralf Fährmann, du hast vorhin von einem Schalke-Knall geschrieben, Ralf Fährmann ist aus dem Kader. Was wäre Schalke worden ohne solche Geschichten, genau, oder? Harte da denke ich einfach, boah, mein Handy klingelt heute gar nicht. Was ist denn los am Deadline-Day? Und dann fängt es auf einmal dann an zu klingeln. Dann ist Ralf Fährmann raus. Was bedeutet das für Ralf Fährmann? Ist das eine einmalige Geschichte? Und erklär mal, warum ist es passiert? Wie kam es? Ja, es ist eine einmalige Geschichte. Das Wort Suspendierung ist in dem Fall total falsch. Suspendierung wäre sogar ein arbeitsrechtlicher Prozess. Okay. Es steckt aus dahinter. Aus dem Kader geworfen. Genau, also er ist für ein Spiel aus dem Kader geworfen worden oder wurde... Die ganz richtige Formulierung wäre, er wurde für dieses Spiel nicht nominiert, wie es halt mal passieren kann. Ist natürlich eine besondere Personalie, was dahinter steckt. Am Mittwoch bei den Kollegen von Sportbild hat der Berater von Ralf Fährmann, Stefan Bax,
einige Äußerungen getätigt, die im Verein natürlich für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt haben. Nicht zum ersten Mal. Ne? Genau, und Herr Bax hat unter anderem gesagt, dass so wie Ralf Fährmann aktuell behandelt wird, eine Schalke-Legende zerstört wird. Fährmann war ja als Nummer 1 in die Vorbereitung gegangen, hat sich dann aber verletzt und sowohl die Vorbereitung als auch die ersten 3 Pflichtspiele verpasst. Und offenbar hat Stefan Bax gedacht, dass Fährmann danach automatisch wieder die Nummer 1 ist. War er aber nicht, weil Marius Müller, der Vertreter, ja wirklich der einzige Top-Einkauf aktuell, der hält ja wirklich in jedem Spiel 1 bis 3 unhaltbare und leistet sich ja gar keine Fehler. Und das hätte auch Stefan Bax wissen müssen, dass das komplett nach hinten losgeht, weil Marius Müller einfach zu gut ist aktuell. Thomas Reis war sehr, sehr sauer darüber, hat klar gesagt über Stefan Bax, ich kenne diese Person gar nicht. Und hat klar gesagt, dass das nicht förderlich ist, dass man das anders hätte regeln müssen und dass seine Kommunikation mit Thomas, mit Ralf Fährmann eigentlich immer offen war, seiner Meinung nach. Ja, und er hat dann entschieden, bei der Kaderzusammenstellung nur die Spieler in den Kader zu nehmen, die sich seiner Meinung nach während der Woche zu 100% auf Wien Wiesbaden fokussiert haben. Und so wie er als Trainer und seine Co-Trainer das sehen, hat Ralf Fährmann sich nicht zu 100% auf Wien Wiesbaden fokussiert. Und deshalb fährt Michael Langer als Ersatztorwart mit und nicht Ralf Fährmann. Aber am Montag nimmt er normal am Training teil. In Ulm, in diesem Testspiel, soll er auch wieder im Tor stehen und gegen Magdeburg in 2 Wochen wieder auf der Bank sitzen. Klingt alles sehr spannend. Wir schauen, was noch passiert bei unserem Verein, bei Borussia Dortmund. Sehr viel los bei Schalke 04, beim VfL. Am Wochenende geht es weiter. Alles rund um den Deadline Day könnt ihr euch bei uns auf der Internetseite bei watz.de anschauen. Da wird es gleich noch eine Menge zu geben. Wir danken fürs Interesse und wünschen allen noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Glück auf.